Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Empyrean Galactic Survival mit dem guten Freiheit, Hamster und Pappnase. Hallo. Gut, es gab wieder einen Patch, der hat jetzt ein neues Feature mit eingebaut. Pappnase find's gut, ich find's doof. Nein, Quatsch, ich find's eigentlich auch cool. Die Warnung haben wir leider jetzt in der Aufnahme nicht gesehen, denn es befindet sich scheinbar eine Drohne auf dem Weg und will uns angreifen. Pappnase, ich hab was für dich gebaut. Was hast du? Das kannst du, weil du die Basis gebaut hast, vielleicht setzen, das wäre vielleicht besser, weil deine Fantasien möchte ich nicht zerstören. Verstehst du? Ja. So, wo ist denn die Drohne? Die Drohne drum. Wo wollen wir das denn hinstellen? Ich habe jetzt, ich wollte eigentlich zwei bauen, aber ich habe nur Material für eine gehabt, glaube ich. Ordinos. Gut, der Humster, der hat gerade gesagt, er will unbedingt nochmal mit der Wurst fliegen. Es ist einfach nur zum Totlachen, wenn er damit fliegt. Nein, ich kann das nicht. Ich mach wieder die Base kaputt. Komm, versuch mal einen Meter da raus zu fliegen. Schaffst du. Wie immer du auch die Düsen hier gebaut hast, ich drück mal hier Play. Wieso fliegt das Ding so komisch? Das gibt's doch nicht. Da sollte man jetzt doch lieber vorsichtig mit sein. Ich lande mal wieder, ja? Boah. Wow. Wir machen noch übermäßigen Schaden, ne? Ich höre die Drohne schon. Ich auch. Oh, ich auch. Ah, die Geschütze. Was? Was ist das? Da ist er. Oh. Schon kaputt. Noch eine Drohne? Noch eine. Das gefällt mir. Ja, das hat wirklich gefehlt in dem Spiel, muss ich zugeben. Man arbeitet ja einfach ganz gemütlich und nichts passiert, ne? Aber es gibt immer eine Warnung, die kommen im Intervallen, schätze ich mal eher, ne? Kann das sein? Möglich, ja. Oder wenn einer zu nahe kommt, dann die wollen wahrscheinlich den Gord zerschießen, aber der ist ja verdammt gut verpackt hier. Soll ich hier mal ein bisschen Blümchen pflücken? Hui! Nur dieser Grafikfehler hier, der hat mich gerade einmal in den Untergang gebracht da unten. Ich bin durch den Boden gefallen. Ja, das ist sehr dramatisch, Tim. Ja, das ja. Ist auch. Ja, das ist wirklich. Und wenn dir das eine Riesenfreude bereitet. Ach Quatsch. Ein hochprofessioneller Geheimeingang hier noch zur Base. Den wollen sie zerstören, die gegnerischen Viechers. Aber die haben keine Schnitte gegen unsere Übermacht von vier Leuten. Ja. Bald kommt der fünfte dazu. Nein, Spaß. Hör auf. Du weißt genau, was passiert. So. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich hatte, glaube ich, noch Fleisch. Ich weiß. Und dafür muss ich wohl wieder nach oben. 1, 2, 3, 4. Und nicht vergessen, wenn einer Essen herstellt, dann muss da auch das im Kühlschrank zu packen. Oh! Ich war die letzte Folge, glaube ich, nicht da gewesen. Habt ihr da eingebaut gehabt? Ja. Schande über dein Haupt. Wo steht der denn? Wir hängen über den Essensdinger da. Ach so, da oben. Alles klar. Dankeschön. Ich habe das echt nicht gesehen. Habt ihr das schon reingepackt, oder? Nee, ich noch nicht. Ich habe gerade noch was hergestellt. Ja, ich hau das mal eben rein da. Was wird das hier? Pappnase? Eine Plattform für ein Geschütz. Aber wenn ihr das so hier. Was ist, wenn das hier kaputt geschossen wird, fällt das dann hier runter? Nein. Ach so, scheiß auf Physik, ne? Ja. Hast du eigentlich schon unseren kleinen Dino rechts von uns gesehen, der auf einer einsamen Insel hockt? Okay. Ich brauche mal kurz Unterstützung von jemandem. Wo bist du? Ich bin an der Startrampe quasi. Ich komme neben dir. Bin ich hier nicht gut? Ja, aber ich brauche jemanden, der fliegt. Ich muss hier. Ja, das kann ich nicht. An dieser ja, das natürlich ist kannst du. Nicht so fähig, ja. Also, wenn ich nicht da in der Wurst fliegen muss, dann Tim, fliege ich. Tim, du kannst das gerne machen. Aber ihr habt schon die Drohnen geplündert. Nein, ich nicht. Wie will ich dahin? Oh, unter Wasser kann man auch normal schießen. Okay. Was sagst du auf der Startrampe oben? Ja. Oder wo? Ja, bin ich jetzt? Steig in den Flitzer ein. So. Der Flitzer ist der kleine hinten?
Ja, kannst du nehmen. Es wird dunkel. Seit dem Patch war ich noch nicht in meinem Weltraum. Alter, was ist hier los? Lässt du gerade Humster fliegen? Ja. Ja. Ich glaube, es gibt schlechtere Piloten als ich. So, was, wo soll ich hinfliegen? Hier. Hier musst du dran schweben, damit ich dann Klötze dran machen kann. Ja, das ist das blödeste Raumschiff, was du nehmen könntest, meins. Ups. Hat doch die, fehlt doch eine Düse. Oh, ja, warum fliegen die alle? Stimmt, du kommst damit so schlecht runter, ne? Nein, ja. Mein Schiff und ich fliege da runter. Oh. Ich flieg im Kreis, Hilfe, das landet nicht mehr. Mein Schiff. Nein! Oh. Ich kann das nicht mehr anhalten. Was hast du hier gebaut? Das riecht eigentlich gut. Ja, das merke ich. Okay, Nein. Jetzt weiß ich, warum alle deine Schiffe kaputt gehen. Aber es ist schon mal gut, ist das auf Video und da sehen die Leute, es gibt schlechtere Piloten als ich. Bist du gerade unter Wasser oder was? Nein, ja. Ich weiß nicht, wo ich bin. Doch, jetzt schon wieder. Was tust du? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht nach links und rechts bewegen, warum auch immer. Doch, das geht. Ich bin damit auch schon ein bisschen geflogen. Ich hab Angst vor deinem Vehikel. Wer sitzt denn jetzt da drin? Das kann nur der Tim sein. Nein. Was kann der so, Tim hier, sein? Komm mal hier hin, Tim. Warte. Was kommt denn hier hin? Ja, hier hin. Auf die Dings-Rampe, da dieses Geschützturm-Pad. Ja, es kommen wieder Drohnen, aber die sind ja bis jetzt noch ziemlich easy. Ja. Okay. Da kommen wir her. Nein! Mein Schiff. Okay, was willst du hier? Du musst nämlich da ranfliegen, so dass ich auf dein Schiff draufspringen kann. Das bin ich doch gar nicht. Was? Das ist Freiheit, der da fliegt. Ach. Okay. Ich bin eben hier. Der Humster zerstört gerade mein kleines Kampfschiffchen. Nein. Drauf oder was? Das ist von nur tiefer. So schlecht. Du musst tiefer. Warte mal, ich kann ja auch. Stopp. Nix machen. Oh, das sind Arbeitsvorschriften, die wir haben, ne? Sicherheit, VVO und so, Unfallverhütungsvorschriften und so. Straßenverkehrsordnung. Ach, guck mal hier, jetzt kommt er langsam. Es steht. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Bleib mal stehen, ich komme auf dich drauf. Hier ist also ein kleines Gepäckträgerchen. Also ich hab echt Angst vor deinem Vehikel, das ist echt sensibel. Nein! Ich sitz bei dir drauf. So. Bin nach eben weg. Hast du dir das gut überlegt? Nein, ehrlich gesagt nicht. So, jetzt auf ein neues. Da war eine Taste. Wie kann man, was eine Energie so macht, warte. So, habt ihr mal Energie reingeschmissen? Oh! Ich will hier einfach nur runter. Drück Y, jetzt passt es. Ja, erstmal landen. Oh. Du hast eine Kufe kaputt gemacht. Hilfe, Drohne! Vorsicht, das ist eine Drohne. Ah, nein, das hat nicht ganz gereicht. Oh, ich hab Hunger. Tot, die Drohnen. Drei Stück, wenn das jetzt immer mehr oder wie oder was oder wo? Ist doch gut, mehr Beute für uns. Ja. Da muss ich mal gucken, was du hier angestellt hast. Achso, essen sollte ich vielleicht vorher mal. Was lecker schmatzen. Aber es gibt kein rechts und links mehr, warum? Ist da schon fertig oder? Ganz langsam. Ich sag ja, das flog ganz komisch. Nö, das geht. Alex, bist du schon fertig oder? Ja. Na, sag doch was, die Drohnen da, die. Gefährlich gewesen. Stell dir nicht so an. Pass auf, ich lande drinnen. Wow. Einer von euch beiden wird jetzt sterben. Warum? Weiß ich nicht. Ja, was hat der Humster mit meinem Schiff gemacht? Jetzt habe ich Schieflage. Ich war das nicht.
Ja. Jetzt zeige ich dir mal, wie man das Ding hier richtig fliegt. Hier. Guck mal. Dafür habe ich die Drohnen wieder geplündert hier und das gibt ganz viele neue Teile. Da kannst du dir bestimmt wieder was rausbasteln. Schau dir mal an, wie man das andere fliegt. So. Geschütztürmchen ist fertig. Schon wieder? Was denn? Drohnenangriffe. Siehst du nicht die Warnung? Ich krieg immer eine Warnung. Ich krieg keine Warnung. Scheinbar du der Admin bist da. Ach so. Ja, aber das sollten doch alle wissen. Das wäre fair, oder? Oh. Du bist ein Cheater. Wo sind sie? Ist gut. Ach, das bist du. Oh. Kleines Geschütz. Ich schieße den jetzt gerade automatisch. Worauf schießt der denn? Boah. Auf den Alien. Nee, ja, der ist gut. Manchmal schießen die auch einfach auf den Boden, das hatte ich auch schon. Die schießen sich ein. Ja. Die Blume, vielleicht mag er keine Blumen. Also das ist keine echte, so eine normale Pflanze. Was? Schaden an meiner Base. Oh. Wer von euch war das? Ich beim Rausfliegen. Meine Wurst macht irgendwie immer Damage beim Landen. Loch. Loch in der Decke. Schande über euer Haupt. So, dann wollen wir doch schon mal schauen, wie fähig das Geschütz jetzt gegen diese Dröhnchen ist. Das kannst du ja selber besetzen auch, ne? Ach, guck mal, da hinten kommen sie schon angeflogen. Ich sehe sie. Die kommen wieder aus derselben Richtung. Ich lasse mal das Geschütz alleine arbeiten. Mann, ich bin jetzt ausgestiegen und runtergefallen. So gehört sich das. Da kommen sie angeflogen. Hallo, Geschütz? Oh. Jetzt schießt sie doch auf den Boden. Doch, jetzt schießt drauf. Aber von alleine, ne? Ja. Boah, trifft sogar. Oh, der hat gesessen. Der auch. Gutes Geschütz, ne? Ja. Gefällt mir sehr gut. Wieder ein kleiner Patch, der war nur ein paar MB groß, der richtig Spaß mit der. Der ist ein Helm auf, sag mal doch einer mal. Was ist denn ein Helm auf? Ne, stimmt gar nicht, hab ich ja gar nicht mehr. Oh. Aber keine. Was passiert gerade mit dem Licht? Geht der Fahrstuhl nicht? Ich glaube, wir haben keine Energie mehr. Ja, wir haben keine Energie mehr. Aber das doch, sind noch zwei drin. Sind noch zwei drin gewesen. Aber zwei scheinen nicht zu reichen mehr. Oh, eigentlich schon. Was? Was? Wo? Ich wollte durch den Untereingang rein. Da kam direkt eine Blume. Fieses Schwein. Arg. Hast es nicht so mit Blumen, ne? Ne, heute nicht. Was ist jetzt da Dings denn da? Direkt die Samen pflanzen? Was schießt denn jetzt wieder? Das Geschütz? Hat doch hier hingeschossen. Das zerstört nur unsere eigene Basis, ey, wenn es so weitergeht. Na, ja, ich hab das schon perfekt gesetzt. Ich finde, wir sollten einen Testflug mit Freier sein Schiff machen. Im Weltall, alle zusammen. Jo, wir waren noch nie zu viert. Bin ich auch für. Wir waren noch nie zu viert im Weltraum. Und dann spielen wir den Film nach. Der Masiana. War alleine. Genau, dann. Wir können ja zurückfliegen. Obwohl, geht ja nicht. Wenn wir Tim hier lassen, da im Weltall lassen wollen, dann. Au! Stirb! Ja, wo war ich jetzt das andere Geschütz hin, ne? Ich wurde gerade von der Wurst überfahren. Ja, die Wurst, die müssen wir irgendwie. Wenn ich meinen Singleplayer mal anmache, dann werde ich sie im Weltraum verschwinden lassen, denn die macht die ganze Basis kaputt. Irgendwie hat die da einen Fehler. Nein, wir tunen die demnächst irgendwann mal. Länger und größer. Nee, es war nicht.
Der Geschützturm hat auf deine Rampe geschossen, weil er unten eine Pflanze zerstören wollte. Deswegen ist das da so kaputt. Was? Ja, das ist ein großes Problem. Wenn eine Drohne an die Basis dran fliegt, dann zerschießt er auch die Sachen, die Wände und sowas. Ja. Aber sonst ist so gut, die Kanone. Schade. Hast du gesehen? Aber du kannst hier nie aussteigen. Ja, T. Jetpack aktivieren. Da, ich schieße einfach. Auf eine Blume. Autsch. Oh. Oh. Ballert total Blume. Auf unsere Base hier. Nee, ich hab sie gerade ausgeschaltet. Ich schalte die wieder an, wenn eine Drohne kommt. Okay. Wollen wir eine Reise machen? Eine kurze? Gerne. Ja, aber der Humster ist der Pilot, ne? Ist ja auch der Chef des Fahrzeugs, des Vehikels. Ich? Nee, das ist Freiheit sein. Was? Was war das denn? Warte mal, was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Ja, was hier ist das hier? Hier muss aber gerade einer was gemacht haben, es explodiert gerade. Was ist explodiert? Da stand jemand, ich weiß nicht, wer es war. Ja, was ist explodiert? Beim Essenskonstruktor, ja, die beiden. Ich stand gerade am Essenskonstruktor und der ist dann hochgegangen, aber ich hab nichts gemacht. Haben nicht echt, Kasten. Oder? Ich hab auch nichts gemacht. Wo ich reingekommen bin. War da nicht dran, ich war gerade. Wieso? Das verstehe ich jetzt auch nicht, weil ich habe, wie gesagt, ich habe gar nichts gemacht, stand da nur gerade. Ich bin reingekommen und auf einmal explodiert die Scheiße. Ja, und ich habe so Schaden genommen dann. Ihr wisst, was da alles für gutes Zeug drin war, oder? Ja. Ja, aber was sollen wir daran ändern jetzt? Also. Wir machen das jetzt so, immer wenn ihr was essen wollt, sagt ihr mir Bescheid, dann gehe ich hier rein und dann hol euch das Essen raus. Da hat jetzt keiner einen Fehler gemacht. Als ich reinkam, explodiert auf einmal hier Freiheit. Ja. Ja, das ist wahr. Jetzt, also, Mann, du. Können wir wenigstens Essenskonstruktor bauen. Ja, einen können wir bauen. Das Schiff mal von Hamster zeigen hier. Menge Platz, Luft und Freiheit. Das ist von mir. Ja, ich weiß. Ich vertue mich immer. Aber Hamster ist der Pilot, das stimmt. Nein! Nein! Also ich auch nicht. Dann sterben wir. Ich auch nicht. Willst du nicht machen? Okay, was? Am besten jemand, der sich schon gut auskennt im Fliegen. Drohnen sind auf dem Weg zur Basis. Ich kann das ruhig fliegen, so ist es nicht. Okay. Ich steuere mal das Geschütz. Na, dann kannst du wenigstens keinen Schaden verursachen. Also nur ein bisschen. Wenn das ausgeschaltet ist, kann ich das denn dennoch nutzen? Ja. Ja, und auch ballern. Okay, warte auf, die Drohnen kommen jetzt immer aus derselben Richtung. Das wäre natürlich unspannend, ne? Willst du es aus allen Richtungen haben, dann hast du ein Problem. Oh. Wenn ich das vorhin hochgegangen ist, stand nur daneben, ist hochgegangen. Boah, auf eine Ansicht. Ja, genau wo ich reinkam, ist es explodiert. So. Komisch, wo du reinkamst. Ja, jetzt hat man auch ein schlechtes Gewissen, aber man hat ja nichts gemacht. Auch nicht. Ich glaube das nicht. Irgendetwas habt ihr getan. Also ich war gerade im Fahrstuhl, als das gerumst hat, ich keine Ahnung. Aha, sehr merkwürdig. Da haben wir ja den Übeltäter, weil er Fahrstuhl gefahren ist. Ja. Einer muss schuld sein. Da kommen sie, die beiden Drohnen. Wir kommen mal nach, Vorsicht. Mann, ich treffe ihn nicht. Die gehen immer hoch runter, die Lümmel. Aber fliegen schön synchron. Und das war's. Genau, hast du. Aber das gibt wenigstens gut Blut. Das stimmt. Wenig Arbeit. Das ist gut. Wenn sie sich schon freiwillig opfern, die Viechers, ne? So, Jetpack aktivieren. T drücken. Hochfliegen. Oh, oh. Und wenn man aussteigt aus dem Geschütz, fällt man sofort runter. Nö, oh, ich nicht. Okay, ich auch nicht. Kommt drauf an, welche Richtung man guckt. Das
immer so ein Glück. Wie sieht's aus mit einem Rundflug? Meinetwegen gerne. Ich mal das noch gerade ein bisschen anders, Raumschiff. Das ist Freiheitsseins. Du darfst das nicht anmalen. Nee, der kann das ruhig anmalen. Er wollte ja auch fliegen. Ach, du willst jetzt alle töten? Du hast ein Vertrauen. So. Hätte ich aber auch nicht. Ich bin schon in der Hundebox drin und warte nur auf den Piloten. Ich bin sofort auch da. Habt ihr einen Wunschplaneten, den wir uns angucken wollen? Mir wurde in den Kommentaren geschrieben, dass der Wüstenplanet extrem übervölkert mit Außerirdischen ist. Also ich war noch nie im Weltraum. Oh, dann wird es langsam mal Zeit. Ich bin auch gespannt. Ein kleiner Schritt, ne? Mit einem halb angemalten Raumschiff, aber egal. So, ich bin satt, ich habe gut Luft. Ich habe keinen Helm an, ich setze den mal sicherheitshalber auf. Haben wir Energiezellen dabei? Ja, sind auch genug drin. Sehr gut. Dann steigt alle ein. Ich habe so welche dabei, zu deiner Frage. War hier nicht irgendwo noch? Der Pappnase fehlt. Ich muss mich erst auf unsere Reise vorbereiten. Wir wollen nur mal ganz kurz hin. Ja, ich komme. Oh, das lässt sich aber schön steuern. Gut gebaut. So, ich bin drin. Die Kameraperspektive ist gerade richtig cool, die ich habe. Das ist echt cool. Dann? Gib Gummi. Alles klar. Und lass meine Base bitte heile. Wow, wie das aussieht. Von der Seite, ein bisschen rausgezoomt. Bist du aufgeregt jetzt? Erst einmal im Weltraum so? Oh, hinten sind die Türen auf. Sieht schick aus. Kann ich auch rückwärts fliegen? Moment mal hin. Ich flieg mal so. Auf. Ich flieg mal so nach oben. Wieso? Weil er den Planet sehen will. Ja, du brauchst doch einfach nur Alt drücken und dann dich umsehen. Stimmt. Boah, das sieht echt irre aus. Wir haben ja ganz schön große Base, sehe ich gerade. Okay, Ruckler? Nee, ist normal, wenn du den Planeten verlässt. Ach so. Das ist ein bisschen eine Atmosphäre und jetzt gehen wir raus. Aber jetzt zieh dich auch wieder an, dann stürzt du wieder drauf. Mhm. Und noch einen Eisplaneten? Vorsicht, das könnten Drohnen rumfliegen im Weltraum. Der Version. Ja. Wo sind aber denn die sind Planeten? Ja. Hinter uns, genau hinter uns. Ich hab schon ein paar gesehen. Ach, das ist. Ey, das sieht ja cool aus. Cool. Und auf welchen Planeten soll ich jetzt zusteuern? Also auf jeden Fall nicht zum Asteroidenfeld, glaube ich. Da sind auf jeden Fall Gegner. Wollen wir mal auf den Dingsplaneten? Nicht so nah an den vorbei, den zieht sich dann wieder an. Ja. Hm. Welches ist denn der Dingsplanet? Welcher? Der Dings ist im Universum, im Dings-Universum. Der da Dings gerade ist noch nicht drauf zu fliegen? Das ist Wüste. Genau. Das also ist der erste. Das war der erste Starplanet. Okay. Ja, die sind alle nicht so spannend an sich, ne, von der Optik. Dann fliege ich mal zu dem Eisplaneten. Oh, da habe ich eine paar so schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, Hamster, sein erster Flug ins All. Und er ist auch noch der Pilot. Wir haben ja gesehen, mit der Wurst ist er ja geflogen wie ein junger Gott. Naja gut, da hast du nach rechts geknickt und das ist irgendwie in alle Richtungen geflogen. Ja, weil das Cockpit oben drauf ist und die Steuerung unter dir ist, deswegen ist das so kompliziert. Aber von Gegnern sehe ich hier erstmal nix gerade. Aber nee. Peter, Freiheit, Entschuldigung, das Raumschiff hast du gut gebaut, das lässt sich echt gut steuern. Ne? Ja, noch, bis wir auf Gegner treffen. Nein. Ja. Du hast ja auch Waffenanlagen, die kannst du auch mit herzwitschen, aber du hast glaube ich nur Raketenwerfer gebaut, ne? Nein. Was kann man damit auch schießen? Plasma, glaube ich. Plasma. Ja, yeah, musst du schießen. Klicken. Unten Space-Drohne, Plasma. Unter uns. Wo? In 500, 400 Meter, die nähert sich. Ja. Wo denn? Ach da, ich sehe das Radar. Ich kann nicht schießen. Ja, dann dreh doch nicht zu der Drohne hin. Ja. Die schießt auf uns. Ja. Wer weg? Zurück. Oh. Wir haben hinten noch die Türen offen. Die schießt mitten in unsere offene Tür. Nein. Hoffentlich verfolgt die uns nicht mehr auf dem Planeten. Nein, machen die nicht. Boah, was eine Optik gerade. Ja.
Das sieht ja mal krass aus. Vorsicht vor Türmen oder sowas? Also unter uns ist direkt eine Base. Ja, die sind böse. Okay, dann fliege ich da mal weg. Hier gibt es nichts Gutes. Wo soll ich denn landen? Da hieß ja überall was. Was ist eine Drohne unten? Oder die drei Türme, siehst du die? Ja, ich habe da alles irgendwie gesehen gerade. Hier sind irgendwie 3-4 Gebäude. Das sind die drei Türme. Unter uns ist eine Drohne, wieso kann man hier nicht schießen? Rapport, hier heißt das Rados. Bei uns heißt es Epsilon. Ich werde ausprobieren, einfach weiter dann. Bevor die Drohne dann noch kommt, oder landen und die Drohne abschießen. Ja, ich wollte gerade landen. Ja, Moment. Das ist eine Verteidigung, die brauchen wir gar nicht angreifen. Du kannst wahrscheinlich nicht schießen, weil ich gerade eingestiegen bin nach dir. Okay. Und ich glaube, ich einmal aussteigen und wieder einsteigen. Ja, oder er muss eins oder zwei auswählen, dann die Kanonen. Okay, wir sind gelandet. Draußen? Wer hat den Helm vergessen? Ich. Ich auch. Ich nicht. Ich auch nicht. Was machst du? Pumster. Was denn? Worauf schießt du? Auf der Drohne. Ich hab mit einem Schrumpfhüttengewehr? Nein, nicht mit einem Scharfschützengewehr. Ach so. Ich treff noch nicht. Oh, die ist weg. Nee, die ist nicht weg, da fliegt sie. Da hinten ist noch eine kleine. Hier. Andere Lebewesen auf alle Planeten und bei den Yaks hier, da kriegst du Milch. Milch kriegen wir nur hier. Okay. Ich hol uns Milch. Milch und Fleisch. Oh, nachladen. Scheiße. Ich gerade auch. Eine Milch. Oh, und dann das Fleisch gab. Guckst du so mich so gewalttätig an? Ganz einfach, weil ich es kann. Ja, unsere 10 Medipacks sind ja auch weg. Durch den schönen Unfall. Hä, wieso ist hier Licht? Wo ist Licht? So, einer von euch hat Lämpchen an. Okay. Ich habe eine Taschenlampe. Gut. Also auf jeden Fall gibt es überall verschiedene. Guck mal, was ist eine Verteidigungsanlage da hinten, ne? Rhodos Verteidigung 1. Rados, meine ich Rhodos. Wir sind ja nicht beim Griechen hier. Aber wo ist die Drohne hin? Die ist einfach bei mir verschwunden. Bei mir flucht die da weiter. Manchmal backen die auch durch die Dings, durch den Felsen und sowas. Aber sehr gut, da fliegt sie. Ja, kleine Drohnen sind da einige. Ich hab nicht wirklich viel Munition mitgenommen, muss ich zugeben. Wie immer gut vorbereitet. Na, ich hab Schrotflinte. Essen? Oh, ich habe nur 5 Schrot, ne, 7 noch extra. Okay. Oh. Ich will noch ein bisschen Milch sammeln. Ich glaube, es gibt eine neue Pflanze. Was denn? Hier, so ein Mushroom. Gibt zwar minus 25 Essen, aber Heilung plus 200. Ja, die waren ja sowieso geil, ne, diese Pflanzen. Ich habe sie gerade gesehen, da hinten. Die Weißen, die heilen Eilen. Das ist super irre. Und die hier geben Hunger wieder, ne? Genau. Wie viele Gebäude hier sind heftig. Ja, ne? Ist auch sehr gut bewohnt. Was hier für ein Kraut? Mal schauen. Und die Röhren, ne? Pappnase, die waren auch ja. Lieblingspflanzen. Genau. Das geben die wieder. Gesundheit. Balu. Oh, oh. Der Balu kriegt keinen Ärger. Aus! Pappnase ist ein Hund. Balu macht Scheiße. Ihr macht, ne? Okay, ich will wieder nach Hause. Ist mir zu kalt hier. Nimm mich mit. Warte mal. Ich hol noch ein Gläschen Milch. Boah. Das ist aber schnell, der ist aber wirklich flink. Also, ich ärgere mich gerade noch nachhaltig über den Food-Prozessor. Ich verstehe das auch nicht so wirklich. Ich muss meine Aufnahme gleich mal überprüfen und dann in Slow Motion gucken, was der Freiherr da gemacht hat. Bestimmt eine Bombe hat er so heimlich. Habe ich ihn erwischt, weil er so eine Bombe da platziert hat. Also das Einzige, was ich mir denken kann, ist, wo ich dann mit Tab drauf zugreifen wollte, dass ich vielleicht aus Versehen geschossen habe. Das kann passiert sein. Aber ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Waffe in der Hand hatte, muss ich ehrlich sagen. Aber auf jeden Fall keine Absicht. Ja, das wird Tim ja investigieren.
die Zuschauer werden da an der Stelle immer schön zurückspulen können. Ne? Und dann empfehle ich sowieso, mal auf halbe Geschwindigkeit zu schalten, weil sich da meine Stimme so lustig anhört. Seid ihr alle an Bord? Ja. Ja. Okay, so, ja. Soll ich wieder zurückfliegen? Na! Da hörte ich gerade ein Nein. Ich glaube, ich glaube, Balu ist einverstanden damit, dass wir zurückfliegen. Damit spielen. Okay. Soll ich zur Verteidigung fliegen? Gib alles. Nein. Fragen wir doch einfach mal Balu. Der ist schon wieder unten. Oh, du störst über den grünen Planeten an. Das gefällt mir mit dem Weltraum. Ja, das ist unglaublich komplex, ne? Und im Weltraum kann man dann auch eine Station und noch ein Raumschiff bauen, habe ich gesehen. Jo. Ja. Das heißt, wir müssen dann auf den Planeten halt die ganzen Ressourcen wieder sammeln und dann in den Weltraum bringen. Und dann genau. Und dann hier. Sehr nice. Ja, das macht das Spiel ja so zu was Besonderem, ne? Mhm. Space Drohne, Plasma. Pass auf, die schießen. Aber wenn du dich bewegst, sollte eigentlich nichts schief gehen. Oh, ich kann schießen. Ah. Boah, das ist ein geiler Phaser, ey. Denk nicht mal dran. Wo war die Drohne? Vor uns. 1,3 Kilometer weit weg ist er jetzt. Oh, das mit den Feinden finde ich ja gut. War das vorher auch vor dem Patch, oder? Ja, aber die schwebten blöd in der Umgebung meistens rum. Oder okay. Haben einfach ohne Ende auf dich geschossen und du hast gar keine Chance gehabt. Bei dem vor Langeweile. Ja, die haben auch voll Langeweile. Die müssen nichts looten, nichts craften. So, ich bin mal gespannt, ob der Hamster unser Zuhause wieder findet. Ist ja nur ein kleiner Planet, ne? Ich geb mir Mühe. Boom, das sieht so irre aus von der Seite. Ja. Bin hier von unten rum. Da unten ist noch ein Raumschiff, sehe ich. Da ist die MS Titan. Dann sind wir nicht weit weg von zu Hause. Ja. Wo ist unser Zuhause? Das ist da. Ich fliege gerade in die falsche Richtung. Wie lange geht es? Ich habe richtig geschätzt. Weiß ich nicht. Wir gucken uns die Landung an und dann sagen wir danke auf jeden Fall wieder mal fürs Zusehen. Aber erstmal dann. Oh, du bist wieder rausgeflogen. Wer ist rausgeflogen? Nein, ich war irgendwie in der Wolke, alles war weiß. Oh nein, es leckt ganz fest bei mir. Bei mir steht das Schiff. Bei mir ich bin rausgeflogen. Ich sehe die Basis, links von uns. Ich bin rausgeflogen. Auf jeden Fall darf der Pilot sich jetzt nicht ausloggen oder so. Weißt du noch, was dann passiert, Pappnase, ne? Ja, ich bin jetzt gerade schon rausgeflogen. Oh, ich hab ein Inter. Nee, ich mach Continue. Bei mir steht die Map, ich weiß, kann mich gerade nicht richtig orientieren hier. Okay, kannst du versuchen, irgendwie vorsichtig zu landen? Ich sehe die Basis, sie ist hinter uns. Ja, jetzt sehe ich sie auch. Moment. Da ist was in die Richtung. Och Mann. Oder? Ich habe immer so einen scheiß internal Error. Ich komme auch nicht mehr drauf. Ich beeile mich zur Basis zu kommen. Das Spiel nein, wahrscheinlich neu starten, wenn man wieder versucht. Sterben. Weißt du noch, was letztes Mal passiert ist, ne? Alex? Ja. Oh, Connecting to Server. Was ist denn da passiert? Schiff hochgegangen dann. Ja. Oh nein. Der war wahrscheinlich abgestürzt und auf dem Gore drauf, ne? Nee, da kamen Drohnen und haben es dann abgeschossen und sind nicht mehr drangekommen. Das wäre natürlich doof. Bei mir steht das Bild auch die ganze Zeit. Ich fliege noch mit ihm mit, also ich bin noch drin, das ist gerade flüssig am Laufen. Und er ist schon fast an der Basis. Er ist ganz leise und sagt nichts, okay. Er konzentriert sich. Ja, ich habe Angst, das kaputt zu machen. jetzt reinfliegen. Höhe ist in Ordnung. Ja. Und gelandet. Uiuiui. Helm ab. Und wo ist das Raumschiff? Hä? Ich bin ausgestiegen, kein Raumschiff hier. Bei mir steht's da. Das ist wahrscheinlich wieder alleine weitergeflogen. Aber bei mir steht's hier in der Basis. Okay, ich sehe nämlich euch auch nicht mehr. Okay, wir checken das jetzt ab. Bitte in der nächsten Folge, was daraus geworden ist. So, ich bin hier gerade. Ja, tschüss.